Keine Ahnung wie, aber wir haben es geschafft. Gut, was? Pastetenautomat. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Geil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Ja, werden wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter sein. Weil ich mit dem Messer hier so ein bisschen... So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. So, diverse Knöpfe. Ja, gehen wir erstmal hier, weil hier kommen wir wieder zu den Zimmern. Das bestimmt dann wieder oben war. Ach so, hier ging es auch noch runter. Okay. So, gehen wir mal hier gucken. Ja. Wer ist das denn? Da ist jemand in der Mülltonne. Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Maximal milde merkwürdig? Ja. Joa. Vielleicht ein bisschen Zahncreme? Das scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Darf ich mal kurz? Aha. Meine Fresse! Ganz schön bissig für jemanden, der keine Zähne mehr hat. Aber warte nur, ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. Aha. Könnte man ja glatt mal den Kissenbezug nehmen, wa? Nee. Das scheint ihm was allerdings. Okay. Kopfkissenbezug mit Pfeffer. Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen Würze vertragen, aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano. Oregano? Noch 15 weitere Hotelrestaurants und ich habe ein Schachspiel zusammen. Ja, nee, ist klar. Ja, okay, fällt mir jetzt spontan auch nichts ein. Wir haben jetzt hier die Heizung ausgestellt. Da könnte man höchstens mal bei ihm hier vorbeigehen. Hat anscheinend keine Wirkung. Okay. Was aber noch interessant wäre, ist, weil bei dem Typen hier, können wir nochmal reingehen, ist hier nach draußen noch ein Fenster. Die Frage ist natürlich, wie man da hinkommt. Also hier haben wir eigentlich nichts mehr zu suchen. Jetzt gehen wir mal hier hin. Mal gucken, wo wir da jetzt hinkommen. Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Ja. Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumbaya. Verdammt. So, jetzt sind wir hier in der Wäscherei mit den lustigen Typen hier. Bosos Anzug, aha. Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Nehmen wir mit. Kleiderbügel. Nehmen wir mit.
Mysteriöse Wäschesekte. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Da kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Okay. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Ja, wer weiß, was da gewaschen wird, wa? Ja gut, okay, also mit denen können wir ja dann hier auch nicht so richtig veranstalten. Na, wir gehen erstmal weiter. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Setz mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Aua. Okay, rau wie Sandpapier. Alter Schwede, da weiß ich erstmal, ja, haben wir ja eigentlich auch alle Begebenheiten untersucht. Ich denke mal, wir können... Ich behalte die Sachen lieber in meinem eigenen Mantel. Da ist eh viel mehr Platz. Aha. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das ist richtig. Ich behalte die Sachen lieber... Da ist eh viel mehr Platz. Mhm. Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Mhm. Bestimmt. Okay. Also der braucht Klopapier. Weiches, weiches Klopapier. Gut, gut. Wen wir aber hier noch gar nicht gesehen haben, sind unsere Kollegen, wa? Stehen noch keine Zahlen drauf, irgendwie hier so. Und wir können eigentlich immer nur... Ja, wir haben die Heizung abgestellt, aber das bringt irgendwie nicht viel. Vielleicht den mal mit dem Messer bedrohen? Ich sehe, dass du verzweifelt bist, Rufus. Gönn dir eine Pause. Dein Schicksal ist bereits geschrieben. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles Mögliche bedeuten. Schwierig. Vielleicht mit einem Kopfkissen? Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Ja. Ich wusste doch, dass ich zuerst dachte, keine Ahnung war. Haare fehlen ihm dafür, ne? Es ist ja noch nicht einfach, war da jetzt erstmal einen Ansatzpunkt zu finden? Doc? Keine Antwort. Goal? Keine Antwort. Ich hatte eigentlich so vermutet, mir Bosus Anzug überzuziehen und dann selber ein Gespenst zu sein, aber... Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Hey, bleib! Kann auch nicht durch. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Kannst du dich vielleicht... Eieieiei. Schwierig, schwierig, popierig. Ich
Hier kommen wir ja auch nirgendwo hin, wa? Nee. Okay. Ah, der Gasthaus Nummer 5. Wollen Sie etwa schon wieder auschecken? Was? Nein. Die Wette hätte ich dann wohl verloren. Was kann ich gegen Sie tun? Okay. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das? Dem können wir auch nichts bestellen. Ja, für die Mutter haben wir eigentlich auch nicht wirklich was. So, aber nicht, dass wir das mit einem Kleiderbügel kriegen. Was hängt nur rum und trägt immer denselben Fummel? Deine Mutter. Deine Mutter. Zahncreme. Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Deine Mutter. Oh Mann. Korkenzieher? Nee, eigentlich auch nicht. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Deine Mutter. Jawohl. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Ja, ja, ja. Zahncreme in die Kaffeemaschine. Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich keinen Kaffee. Und praktischerweise gibt es hier keinen Kaffee. Zeit für die nächste Phase. Ja, irgendwie müssen wir was kombinieren, aber Ich wusste es doch. Zahnpasta ist... Wozu braucht ein Gespenst ein Fischmesser? Fischmesser. Dieser verlauste Kopfkissen. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissen beziehen. Aha. Ein Kopfkissen beziehen. Da gibt's ja auch nichts weiter, wa? Klingel. Eieieiei. Mit denen kann man auch nichts veranstalten, wa? Irgendwann muss man mit der Heizung noch machen. Vielleicht auch volle Pulle drehen oder so? Keine Ahnung. Aber ich möchte das jetzt ungern wieder alles zurückstellen. Die Heizung ist aus und das soll auch so bleiben. Nicht, dass ich das nicht jederzeit wieder hinbekommen würde. Ich denke hier vor allem an die Umwelt. Ja, den Gedanken hatte ich nämlich auch, dass ich das nicht mehr wieder hinbekomme. Okay, also das ist schon mal richtig, dass die Heizung aus sein soll. Die Frage ist natürlich, warum? Pelikan in der Mülltonne. Das scheint ihm nichts, was allerdings... Also der muss da sicherlich erstmal raus oder so, ne? Vermute ich jetzt mal. Was allerdings... Gesundheit! Gesundheit! Okay. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Und tschüss.